Die MMORPG-Landschaft krankt im Jahr 2022 immer noch an den alten Leiden. Repetitive Quests, eine eingefahrene Spielweise und wenige Neuerungen. Wenn man an MMORPG denkt, blitzen sofort Sammelquests, Goldgrinding und Ruffarm vor dem inneren Auge auf, von einigen Ausnahmen wie zum Beispiel EVE Online und Mortal Online 2 mal abgesehen. Doch selbst diese Spiele sind nicht perfekt, denn wo Sandbox-MMOs spielerische Freiheit bieten, warten Themenpark-MMOs mit Story und Flair auf. Beides zusammen gibt es jedoch nicht. Zumindest bis jetzt. Stellt euch ein MMORPG vor, in dem ihr mit eurem Charakter nicht nur gleichzeitig epische Abenteuer erlebt und große spielerische Freiheit besitzt, er folgt auch einer epochalen Geschichte, die von seiner Geburt bis zum Tod und dem Leben seiner Nachfahren spielt. Titanische Schlachten, die ihr entweder als Fußsoldat oder Feldherr hoch zu Ross erlebt. Politische Strategie, die auf einer Welt mit tausenden Spielern stattfindet und die NPCs jeder Gesellschaftsschicht bis hin zum einfachen Bauer mit eigenen Meinungen und Vorlieben einschließt. Realistische Fechtkunst, ein Parkoursystem und eine High-End-Grafik samt einer Schneefallsimulation und im Wind wehenden Umhängen. Wir zitieren hier einfach mal den Aufmachertext der Website von Chronicles of Elyria. Chronicles of Elyria ist ein in der Entwicklung befindliches Rollenspiel mit persistenter Welt, das von Grund auf neu entwickelt wurde, um die vielen Probleme und Mängel der heutigen konventionellen MMORPGs anzugehen. Anstatt langweilig und repetitiv zu sein, ermöglicht es Chronicles of Elyria den Spielern sinnvolle Entscheidungen über ihre Rolle in der Welt zu treffen. Ihre Entscheidungen wiederum haben bedeutende Konsequenzen für die Menschen um sie herum. Wir definieren Chronicles of Elyria nicht nur als Themenpark- oder Sandbox-MMO, sondern als ereignisgesteuertes Story-MMO mit einer fesselnden Erzählung, die über mehrere Lebenszeiten im Spiel hinweg erlebt wird, während Charaktere geboren werden, altern und sterben. Mit einem funktionierenden Ökosystem, einer geschlossenen Wirtschaft mit begrenzten Ressourcen und einem politischen System, das Spieler am Tanz von Dynastien teilnehmen lässt, glauben wir, dass Chronicles of Elyria das Spiel ist, auf das MMO-Spieler lange gewartet haben. Ein Spiel, in dem sie ihre eigene Wahl treffen können. Ein Spiel, in dem ihre Präsenz in der Welt zählt. Wann das Ganze auf den Markt kommen soll? Im Jahr 2024, denn ein so großes Projekt braucht natürlich ein wenig Entwicklungszeit. Wann mit der Entwicklung begonnen wurde? Gut, dass ihr fragt. Im Jahr 2016. Und kein Spieler hat jemals eine Alpha des MMOs gesehen. 8 Millionen Dollar wurden bisher verbraucht. Und was die Spieler bekamen, war stattdessen ein Early Access Wirtschaftsstrategiespiel. In diesem Video werfen wir einen sehr genauen Blick auf das Projekt Chronicles of Elyria, den CEO des verantwortlichen Entwicklerstudios Soulbound Studios und wie das Spiel zum ältesten Scam-MMO aller Zeiten werden konnte. Bevor wir jetzt Antworten hören wie Star Citizen befindet sich aber bereits seit dem Jahr 2010 in Entwicklung, das ist viel länger, müssen wir zunächst etwas klarstellen. Wenn wir wollen, können wir uns jetzt sofort in Star Citizen einloggen und spielen. Natürlich ist das Spiel noch lange nicht fertig und die Kommunikation mit der Community lässt obendrein extrem zu wünschen übrig. Chronicles of Elyria dagegen wurde seit dem Jahr 2016 nicht ein einziges Mal von einem echten Spieler gestartet. Es gibt Fragmente und Tech-Demos, doch das echte Spiel ist bis heute ein Mysterium. Zudem stehen Cloud Imperium Games für Star Citizen mehr als 340 Millionen Dollar zur Verfügung. Eine Summe, die selbst das vielversprechende Crowdfunding-MMORPG Ashes of Creation mit mehr als 30 Millionen Dollar nicht einmal ansatzweise erreichte. Chronicles of Elyria musste mit 8 Millionen Dollar auskommen. Und die wurden innerhalb von 4 Jahren aufgebraucht. Bei Chronicles of Elyria handelt es sich um einen 8 Jahre alten Moloch. Deshalb werfen wir zunächst einen Blick auf den Gründer und CEO von Soulbound Studios, Jeremy Walsh, und seine Visionen. Danach beginnen wir bei den bescheidenen Anfängen von Chronicles of Elyria und arbeiten uns an einem Zeitstrahl entlang bis in die Gegenwart vor. Währenddessen zeigen wir euch in jedem Schritt, wie und warum Chronicles of Elyria scheiterte und wie es zu der derzeitigen katastrophalen Situation kommen konnte. Chronicles of Elyria ist die Kreation von Jeremy Walsh. Interessant an Walsh ist, dass er aus dem üblichen Muster der Scam-MMOs ausbricht. Wo Dreamworld und Earth-2 noch von Gründern vorgestellt wurden, die nichts mit MMORPGs oder auch nur Videospielen im Generellen zu tun haben, ist seine Laufbahn geradezu vorbildlich. Sein Studium an der Universität Missouri beendete er mit einem Bachelor sowohl in Computerwissenschaften als auch in Psychologie.
Währenddessen arbeitete er als Software Engineer bei dem US-Institut für Geologische Wissenschaften und wechselte im Jahr 2003 zu Liquid Entertainment, bei denen er an Lord of the Rings, War of the Ring und Dungeons & Dragons Dragonshard mitwirkte. Ein Jahr später trat er Pandemic Studios als Senior Tools Programmer bei und beteiligte sich unter anderem an der Arbeit an dem berühmten Shooter Star Wars Battlefront. Es folgten 7 Jahre, in denen Jeremy Walsh seine Fähigkeiten als Präsident eines Genealogieunternehmens und als Technology Academy Instructor für die DigiPen Video Game Programming Academy verfeinerte. Mit einer mehr als 4-jährigen Anstellung als Senior Software Engineer Lead und Senior Software Development Engineer bei Microsoft setzte Walsh seiner Qualifikation die Krone auf. Der Mann besitzt also nicht nur praktische Erfahrung, er weiß auch, wie er Teams leitet und Leuten Wissen vermittelt. In Zusammenhang mit Chronicles of Illyria, nicht oft erwähnt, aber ebenfalls sehr wichtig, ist übrigens der Mitbegründer Eddie Smith. Als extrem talentierter Concept Artist und Illustrator zeichnet sich Smith unter anderem durch seine Arbeit bei FASA Interactive, Microsoft FASA Studios, SOE und Microsoft aus. Neben den Artworks für Halo 2 und Rise Son of Rome steuerte er auch Material für The Agency bei und arbeitete als Concept Illustrator für die Microsoft HoloLens. Als die beiden im Jahr 2015 Soulbound Studios gründeten und insgesamt 16 hochkarätige Mitarbeiter von Microsoft Game Studios, Bungie und Sony Online Entertainment mitnahmen, sah alles noch recht vielversprechend aus. Auf seiner LinkedIn-Page beschreibt sich Jeremy Walsh als Liebhaber von Brett- und Kartenspielen, Fantasy-Literatur und antiker Mythologie. Außerdem hat er laut eigenen Angaben über 20 Jahre lang als Geschichtenerzähler und Spielleiter für mehrere digitale und gedruckte Rollenspielsysteme gearbeitet, darunter Dungeons & Dragons, White Wolf und Pathfinder. Langsam ergibt sich ein Bild. Jeremy Walsh, der auch unter dem Online-Handle Caspian bekannt ist, besaß damals den Traum von einer gigantischen, persistenten Online-Welt mit der ganzen Faszination und den Möglichkeiten eines Tischrollenspiels. Er hatte 20 hochmotivierte, kompetente Leute und gegen Ende der Crowdfunding-Kampagne ein Budget von 8 Millionen Dollar. Außerdem hatte er bereits ein großes Vorbild, denn Elite Dangerous wurde im Jahr 2012 von Frontier Developments mit gerade einmal 2,6 Millionen Dollar auf Kickstarter finanziert und erschien im Dezember 2014 auf dem Markt. Ein erfolgreiches Kickstarter-MMO. Also stand dem Siegeszug von Chronicles of Illyria eigentlich nichts mehr im Wege. Was Walsh nicht bedachte, war, dass sich sowohl die Prämisse der beiden Spiele als auch ihre Gründer grundlegend unterscheiden. Wo Jeremy Walsh zwar ein kompetenter Programmierer und Teamleiter ist, stellt der CEO von Frontier Developments, David Braben, einen der einflussreichsten Programmierer der Videospielgeschichte dar. Im Jahr 1980 erschuf er mit Elite eine der ersten offenen Videospielwelten überhaupt, brachte im Jahr 2011 den Raspberry Pi auf den Markt und wirkte nebenbei an Spielen wie Zoo Tycoon und Planet Coaster mit. Auch die Finanzierung von Elite Dangerous verlief anders als bei Chronicles of Illyria, denn laut David Braben diente die Kickstarter-Kampagne in der Hauptsache dazu, das Interesse an einem neuen Elite abzuchecken. Die 2,6 Millionen Dollar stellten gemäß seiner Aussage nicht einmal ein Viertel dessen dar, was das Spiel letztendlich kostete. Mit ihrem persönlichen Kapital füllten die Gründer das Budget auf 8 Millionen auf. Und selbst diese Zahl wuchs laut Braben um einen recht ansehnlichen Betrag. Auch die Prämisse von Chronicles of Illyria hat nichts mit Elite Dangerous zu tun. Und nein, wir meinen nicht nur das Fantasy-Setting gegenüber dem Sci-Fi-Setting. Vielmehr nutzte Elite Dangerous bei seinem Launch im Jahr 2014 einen Trick, den es auch damals auf dem C64 so erfolgreich machte und viele folgende Space-Simulationen begleitete. Es schafft prozedural erstellte Welten und viel leeren Raum, um Größe zu vermitteln. Eine Space-Opera braucht keine Landschaften, Burgen und Dungeons, um sich toll anzufühlen. Alles, was nötig ist, ist eine hübsche Skybox, ein paar Planeten und gut designte Raumschiffe. Den Rest erledigen die eigentlichen Spielmechaniken. Demgegenüber lebt ein Fantasy-MMORPG zu einem großen Teil von dem grafischen Design seiner Landschaften, Charaktere, Rüstungen und Städte. Und zwar nicht anstatt der, sondern zusätzlich zu den Spielmechaniken. Der Aufwand ist im klassischen MMORPG-Sektor so enorm groß, dass diese Spielart in der Branche als eines der kostenintensivsten Genres überhaupt bekannt wurde. Das rechnet noch nicht einmal bahnbrechende Zusatzfeatures wie das Alterssystem und die Politik von Chronicles of Illyria mit ein. Außerdem beteiligen sich an Elite Dangerous von Beginn an mehr als 80 Mitarbeiter, was immerhin ein Team von der mehr als vierfachen Größe Illyrias war. Jeremy Walsh hatte also nicht nur einen großen Traum, gegen Ende des Crowdfunding hatte er auch gerade so viel Geld, dass er sich damit in ernste Schwierigkeiten bringen konnte.
Am 18. September des Jahres 2015 wurde der erste Screenshot von Chronicles of Illyria auf Twitter gepostet. Das Konzept war neuartig und revolutionär. Der Spielcharakter sollte altern und seine Seele auf seine Nachfahren übergehen, samt allen Skills und Erfahrungen. Einmalige Quests und eine über 10 Jahre hinweg geplante Story sorgten für einen rasanten Anstieg des Spielerinteresses. Ein Meet the Team-Video, das Anfang April 2016 auf Twitter erschien, enthielt die ersten Gameplay-Sequenzen, die nur aus einem kurzen Flug über ein kleines Dorf bestanden. Trotz allem nahm das Projekt immer mehr Fahrt auf, da sich die Idee eines Online-Rollenspiels mit Lebenssimulation wie ein Lauffeuer in der MMORPG-Community verbreitete. Einen Monat später erblickte die Kickstarter-Kampagne das Licht der Welt. Mit einem Funding-Ziel von $900.000 lag Chronicles of Illyria deutlich über den bescheidenen Anfängen von Star Citizen, das damals mit einem Ziel von nur $500.000 startete. Im Juni 2016 tat sich Soulbound Studios mit dem Serverdienstleister Improbable zusammen. Mit über $600 Millionen Investmentkapital und mehr als 1000 Mitarbeitern weltweit bietet Improbable heutzutage die Infrastruktur, um MMOs jeder Größenordnung zu betreiben. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit Epic Games, Gearbox Interactive und NetEase zusammen. Damals galt der Tech-Riese jedoch lediglich als vielversprechendes Start-up, das Soulbound Studios mit seiner Servertechnologie Spatial OS unter die Arme griff. Laut Walsh bot Spatial OS die Möglichkeit, Millionen von Akteuren in der Welt zu simulieren und gab an, dass durch die Nutzung von Spatial OS auch die größten Zeitfresser in der Entwicklung ausgeschaltet wurden. Kurz danach wurde bestätigt, dass Chronicles of Illyria mit knapp $1.4 Millionen sein Kickstarter-Ziel erreichte. Mit der Alpha im Dezember des Jahres 2017 sollte Illyria spätestens nach 1,5 Jahren spielbar sein. Nach dem Ende der Kickstarter-Kampagne wurde zudem eine kurze Nachricht in das Profil eingefügt, dass die Finanzierung auf der studioeigenen Website weiterlaufen würde, inklusive der Möglichkeit, die auf Kickstarter vorgestellten Belohnungen nachträglich hinzuzukaufen. Und die Spieler kauften. Nach und nach stieg das Kapital auf mehr als $8 Millionen an. Wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen vor sich ging, aber zu diesem Zeitpunkt war Chronicles of Illyria, wenn man es genau nimmt, noch kein Scam. Alles sah rosig aus. Soulbound Studios kümmerte sich um regelmäßige Updates sowie Partnerschaften und sinnvolle Investitionen wie die Servertechnologie. Jeremy Walsh war ziemlich sicher nicht darauf aus, eine Menge Geld mit Betrug zu verdienen, sondern wirklich sein Traumspiel zu erschaffen. Er hatte nur keine Ahnung, worauf er sich da einließ. Das Perfide an der Situation ist an diesem Punkt der ganzen Illyria-Geschichte, dass Geld in unseren Köpfen fast immer für Vertrauen steht. Je mehr Spieler in Chronicles of Illyria investierten, desto mehr Spieler verloren ihre anfänglichen Hemmungen und steckten ebenfalls Geld in das Projekt. Chronicles of Illyria versuchte zu diesem Zeitpunkt nicht mit Zeitdruck oder FOMO zu arbeiten, also die Fear of Missing Out, wie es zum Beispiel bei Earth 2 der Fall ist. Abgesehen von den üblichen Kickstarter-Entgleisungen wie den Kauf eines Königreiches für $5.000 bis $10.000 verlief alles in den gewohnten Bahnen. Ende Juli des Jahres 2017 gab es zum ersten Mal echte Probleme. Ein paar Monate bevor die Spieler Illyria zum ersten Mal betreten sollten, gab Jeremy Walsh in einem der inzwischen üblichen Blogs mit dem Namen State of Illyria zwei große Probleme zu. Erstens fand die Kommunikation mit den Spielern nicht in dem Umfang statt, wie er es sich vorgestellt hatte. Zweitens schritt das Spiel nicht in dem Maße voran, wie er es sich erhofft hatte. Die Gründe dafür waren Fehler bei der Einschätzung der Popularität des Projektes unter Fachpersonal. Oder wie Walsh es ausdrücken würde, wir gingen fälschlicherweise davon aus, dass ein erstklassiges Spieldesign, ein felsenfestes Team von Kernmitarbeitern und ein erfolgreicher Kickstarter sofort weltbekannte Talente anziehen würde. Walsh gab sogar zu, dass das Projekt von Mai 2016 bis Dezember 2016 nur von einem einzigen Software-Engineer betreut wurde. Zu guter Letzt räumte er ein, dass Spatial OS zwar die räumliche Komponente übernehmen würde, es aber trotz allem eine Menge Systeme gibt, mit denen Spatial OS überhaupt nichts zu tun habe. In diesem Zug wurde auch eine veränderte Roadmap angegeben, die die Alpha ins erste Quartal des Jahres 2018 legte. Umso überraschender für alle Backer war die Entscheidung, Improbable am 12. Januar 2018 die Partnerschaft zu kündigen. Anstatt Spatial OS weiterzuverwenden, würde ein Stack, der komplett auf der Soulbound Engine basieren werde, zur Anwendung kommen. Um das Ganze in Relation zu setzen, zu einem Zeitpunkt, an dem eigentlich die ersten Vorbereitungen für einen bereits verspäteten Alpha-Test anlaufen sollten, entfernte Soulbound Studios praktisch über Nacht das gesamte Backend ihres Spiels.
Anderthalb Jahre lang setzte das Studio also einen Teil ihrer 8 Millionen Dollar ein, um in einer großen Kooperation ein Backend aufzubauen, das es nun nicht mehr gab. Nachdem die Backer sich zu Recht fragten, wo ihr versprochenes Spiel blieb, tauchte etwas noch Beunruhigenderes auf. Mikrotransaktionen. Über Königreiche für 10.000 Dollar kann man sich zwar fürstlich aufregen, wirklich gekauft haben das Paket aber nur 4 Leute. Völlig anders sieht es mit den Ingame-Gegenständen aus, die Ende des Jahres 2018 im Shop erschienen. Neben Hunden, Ställen und einer Kartografenausrüstung wurden auch Segelboote, Singvögel und legendäre Tavernen samt Personal angeboten. Das Interessante, Screenshots gab es davon nicht. Stattdessen wurden Fotos von Echtweltgegenständen in den Shop gestellt. Wer eine schwarze Katze haben wollte, sah sich gezwungen, Geld auszugeben und bis das Spiel erscheint, auf seine Quittung zu starren. Dazu gab es ein ausgeschnittenes Foto einer echten schwarzen Katze samt Filter. Das Monsterjäger-Paket? Ein Foto einer Armbrust. Das Winzer-Paket? Ein freigestelltes Weinfass. Noch interessanter war das Searing Plague Event, bei dem jeder, der bereits ein Pledge-Paket erwarb, als rein galt. Accounts ohne Investition galten hingegen als verseucht. Die Möglichkeit, sich Unterstützerpakete zu verdienen, sowie die Einbindung der Organisation Ärzte ohne Grenzen, war löblich. Die Tatsache, dass die vorher angesprochenen Echtgeldgegenstände starke Eventboni gaben, eher nicht. Es ist rückblickend sehr wahrscheinlich, dass das Projekt zum Ende des Jahres 2018 bereits stark aus dem Ruder lief und unternehmensintern klar war, dass es so nicht weiterging. Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem ein im Aufbau befindliches Crowdfunding-Projekt seine Außenkommunikation durch Events und Shop-Gegenstände ersetzt, sollte auch der optimistischste Spieler hellhörig werden. Auch wenn Verspätungen in der Spielebranche gang und gäbe sind, ist ein kompletter Tausch des Backends durch einen nicht näher definierten Ersatz ein klares Zeichen für grundlegendes Missmanagement und eine fehlende Erfahrung im Bereich des MMO-Genres. Selbst zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch Fans, die bei der Sache waren und ihre Wunschvorstellung von einem Online-Rollenspiel mit Herz und Konsequenzen nicht aufgeben wollten. Damit kommen wir zu der zweiten Phase der emotionalen Bindung an den Scam. Die berühmte Sunk-Cost-Fallacy oder der Fehlschuss der irreversiblen Kosten. Der lässt euch eine monetäre oder emotionale Investition selbst dann noch verfolgen, wenn die Kosten den Nutzen bei weitem übersteigen. Scam-MMOs sind hier besonders heimtückisch, denn sie sind ein perfektes Werkzeug, um euch sowohl beim Geld als auch bei euren Emotionen zu packen. Wenn sie mehr Geld bekommen, schaffen sie es noch. Kombiniert sich in den Köpfen der Opfer mit "Das habe ich mir immer gewünscht". Das sogenannte Commitment Bias lässt euch schließlich einen einmal eingeschlagenen Kurs nicht mehr korrigieren, auch wenn die Fakten eindeutig dagegen sprechen. Eure eigenen Erwartungen halten euch in diesem Fall sehr effizient in Geiselhaft, indem ihr euch selbst einredet, dass ihr aufgebt, wenn ihr dem Projekt den Rücken zuwendet. Um eins klarzustellen, wenn ihr spürt, dass es mit einem Projekt oder einer Investition nicht mit rechten Dingen zugeht, dann holt die Meinung Dritter ein und nehmt ihre Kritik an eurem Lieblingsprojekt nicht persönlich. Vertraut eurer Intuition. Die folgenden Jahre beweisen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Jeremy Walshs Konzept mit der Realität kollidierte. Der 6. September 2019 war der Zeitpunkt, an dem die Vorstellung von einem Traum-MMORPG in den Köpfen der meisten Spieler wie ein Kartenhaus einstürzte. Die ersten echten Gameplay-Szenen wurden veröffentlicht. Was hier zu sehen war, hatte mit der grafischen Qualität aus den ersten Videos nichts mehr zu tun. Anstelle der gewohnten einfachen, aber soliden Grafik sahen Spieler etwas, das wie die Alpha eines PlayStation 1 Spiels wirkte. Hölzerne Spielfiguren mit rudimentären Texturen stotterten durch eine Welt, die kaum die ersten EverQuest-Trailer aus dem Jahr 1998 übertraf. Nicht einmal das Spielinterface sah so aus, als ob einer der Angestellten mehr als eine halbe Stunde darauf verwendet hätte. Ganz zu schweigen von dem Dialoginterface. Die Spieler waren zu Recht wütend und begannen zum ersten Mal das Wort Scam in den Mund zu nehmen. Chronicles of Illyria hatte sein versprochenes Erscheinungsdatum zu diesem Zeitpunkt bereits um mehr als 2 Jahre verfehlt und sein auf Kickstarter angegebenes Budget um mehr als das 8-fache übertroffen. Der eingangs erwähnte Mitgründer und Konzeptkünstler Eddie Smith trennte sich im Zuge dieser Enthüllungen von Soulbound Studios und arbeitete eine Zeit lang als Freelancer, bevor er im Jahr 2021 eine Anstellung als Senior Concept Artist bei dem berühmten D&D-Verlag Wizards of the Coast antrat. Im Dezember 2019 begann das Settlers of Illyria Event, bei dem Spieler vor der anstehenden Pre-Alpha 45 Tage lang Land im Spiel kaufen konnten.
Die Preise für die Grundstücke begannen bei $65 und endeten bei einem kleinen Königreich für stolze $3.500. Bedenkt bei alledem, dass es sich immer noch um virtuelles Land in einem internen Pre-Alpha-MMORPG handelt, das bisher von keinem einzigen Spieler betreten wurde. Auch die immer stärkeren FOMO-Elemente in der Verkaufsstrategie von Soulbound Studios wurden mit dem Event mehr als offensichtlich. Denn zusätzlich zu dem Druck der Zeitbegrenzung gab es auch NPCs, die Land aufkauften, wenn der Spieler mit seinem Kauf zu lange zögerte. Auf Deutsch übersetzt bestand das Event im Endeffekt daraus, auf einer verzierten Shopseite so schnell wie möglich eine Menge Geld auszugeben. Und nicht nur das, denn kurze Zeit darauf brach das gesamte Interface inklusive des Shops in sich zusammen, sodass das Event gar nicht erst stattfinden konnte. Im März 2020 kehrte das Event ein weiteres Mal zurück, diesmal jedoch nach enormen Beschwerden seitens der Spieler ohne die Möglichkeit, ein Königreich für $3.500 zu erstehen. Wenig später lieferte Soulbound Studios tatsächlich eine Pre-Alpha an alle Backer aus. Die bestand jedoch aus etwas, das auf der Webseite als Trial of the Tested bezeichnet wurde. Anstelle einer MMORPG-Alpha erhielten die Spieler einen 5-minütigen Hindernisparcours, der Features wie Laufen und Springen aufwies. Die NDA verbot Nutzern das Teilen von Screenshots, Videomaterial und allen anderen Spielinhalten. Was sie explizit nicht verboten, war die Aktivierung der Discord-Einbindung, die damals anzeigte, dass der Nutzer aktuell Chronicles of Illyria spielte. Und überraschend kündigte Soulbound Studios 5 Tage später an, dass der Online-Store geschlossen, die Settlers of Illyria-Karte abgeschaltet und alle Angestellten entlassen wurden. Richtig gehört. Jede Entwicklung an dem Projekt wurde eingestellt, obwohl das Studio erst 2 Wochen zuvor mit dem Settlers of Illyria-Event noch bereitwillig Finanzierungen entgegennahm. Und Walsh in dem News-Post sogar darüber sprach, dass er bereits Anfang des Jahres von dem desolaten finanziellen Zustand des Projektes wusste. Was folgte, war ein seltsamer Blogabschnitt über den griechischen Monomythos, Illyrias Weg in den Abgrund und eine anstehende Metamorphose und Sühne. Interessanterweise lasen Unterstützer in dem Post selbst nichts von einer Schließung des Studios, was Walsh aber einen Tag später in einem Twitter-Post explizit bestätigte. Trotzdem versprach er, dass die nun arbeitslosen Entwickler in ihrer freien Zeit weiter an dem Spiel arbeiten würden und ihren Backern ein anderes Spiel im selben Universum bieten würden: Kingdoms of Illyria. Laut Walsh war Covid-19 zu einem guten Teil schuld daran, dass das Spiel gefloppt sei. Die Reaktion der Spieler fiel erwartungsgemäß katastrophal aus, sodass Jeremy Walsh unter dem Deckmantel von Soulbound Studios alle Formen des Kontaktes wie Discord, Reddit und YouTube abbrach. Kurz danach wurden trotz eines gegenteiligen Versprechens die Soulbound-Foren gesperrt und alle Threads nach dem 24.03.2020 entfernt. Die Community organisierte sich schnell und stellte einen privaten Discord zur Verfügung, in dem sich die Spieler absprachen, um eine Sammelklage auf die Beine zu stellen. Soulbound Studios, das zu diesem Zeitpunkt nur aus Jeremy Walsh bestand, reagierte schnell. Nachdem sich die Neuigkeiten über die Sammelklage verbreiteten, tauchte Anfang April 2020 ein Statement auf der Website von Chronicles of Illyria auf. Das besagte, dass Walsh mit seiner Meldung nie ausdrücken wollte, dass die Entwicklung gestoppt wurde. Außerdem sehe sich das Studio nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten um. Trotz seiner Reaktion erhielt Walsh Ende April einen Fragenkatalog der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington. Die eingereichten Antworten veröffentlichte er am 28. April 2020 auf der Illyria-Website. Die Zusammenfassung: Das Spiel wurde weiterentwickelt, es würde keine Rückerstattungen geben und Soulbound wusste sehr wohl, dass MMORPGs extrem teuer waren. Laut eigener Aussage wollten sie mit der $900.000 Kickstarter-Finanzierung deshalb nur eine spielbare Version mit eingeschränkten Features auf die Beine stellen. Seine Finanzen wollte Soulbound Studios nicht offenlegen, weil sie die $8 Millionen nach bestem Wissen und Gewissen ausgegeben hätten. Nachdem Jeremy Walsh lange Zeit kein Lebenszeichen von sich gab, wurde im August 2020 schließlich das Vorverfahren eingeleitet. Ein offizieller Brief der Rechtsanwälte des Klagediscords landete auf dem Tisch von Soulbound Studios. Kurz zusammengefasst enthielt der Brief das Statement, dass Soulbound Studios ab einem bestimmten Zeitpunkt das Spiel entweder nicht wirklich entwickeln wollte oder konnte. Die Spieler forderten ihr Geld zurück. In einem Antwortbrief entgegnete die hochdotierte Anwaltskanzlei Morrison Rothman, dass Soulbound Studios alle Anschuldigungen zurückwies. Die angeführten Punkte waren im amerikanischen Rechtsraum durchaus gut gewählt, lasen sich aber wie purer Hohn. Jeremy Walsh arbeite seit März alleine und entgeltlos an dem Spiel weiter, also seien alle Anschuldigungen haltlos.
Zudem sei Soulbound Studios keinem Zwang unterlegen, das Spiel vor seiner Fertigstellung zu veröffentlichen. Übersetzt, die Spieler konnten bis zum jüngsten Gericht auf ihr Spiel warten, da es ungefähr so lange dauern würde, bis ein einziger Entwickler in seiner freien Zeit das versprochene MMORPG auf die Beine stellen würde. Und damit war das Vorverfahren endgültig gescheitert und jegliches Vertrauen verspielt. Das Drama um Chronicles of Illyria musste vor Gericht entschieden werden. Spätestens jetzt war klar, dass Chronicles of Illyria den Großteil seiner Unterstützer verloren hatte und nie erscheinen würde. Wenn das Projekt nicht mit 20 Mitarbeitern und 8 Millionen Dollar zu bewältigen war, dann würde Walsh es alleine und ohne Finanzierung erst recht nicht fertigstellen. Dementsprechend wurde am 3. Februar 2021 eine Sammelklage eingereicht, die Soulbound Studios endgültig dazu zwang, vor Gericht zu ziehen. Während die entsprechenden juristischen Räder in Bewegung gesetzt wurden, wurde kurz darauf angekündigt, dass Soulbound Studios, das bereits im März 2020 angedeutete neue Projekt Kingdoms of Illyria in Spielerhände geben will. Kingdoms of Illyria stellt laut Jeremy Walsh die Königreichsmanagement-Komponente von Chronicles of Illyria dar und soll nun auch als Standalone erscheinen. Die Versprechen umfassen dabei auch Kingdoms of Illyria Online, welches 5000 Spieler pro Server in einem Grand Strategy MMO bieten soll. Zeitgleich soll es mit der Alpha von Kingdoms of Illyria Domains erscheinen. Von dem CEO wurde das Spiel als Massively Multiplayer Grand Strategy Game mit einem Offline-Modus bezeichnet. Zur Erinnerung, Walsh programmiert zu diesem Zeitpunkt immer noch alleine und in seiner Freizeit an dem Projekt. Von einem MMORPG ist weit und breit nichts zu sehen. Und jetzt wird's besonders interessant, denn bereits nach den ersten paar Ingame-Videos war mit 100%iger Sicherheit klar, dass es sich bei Kingdoms of Illyria um ein Unity-basiertes Spiel handelte. Und zwar, weil alle Assets unverändert aus dem Unity-Store übernommen wurden. Das zeugt nicht nur davon, dass Soulbound Studios mit der Situation völlig überfordert ist und auf vorgefertigte Assets zurückgreifen muss, es ist außerdem extrem grenzwertig, weil Chronicles of Illyria in der Unreal Engine 4 programmiert wurde. Laut Jeremy Walsh stelle ein Fortschritt in Kingdoms of Illyria gleichzeitig einen Fortschritt in Chronicles of Illyria dar. Das ist sehr seltsam, denn die Unreal Engine und Unity benutzen sowohl unterschiedliche APIs als auch unterschiedliche Codesprachen. Ja, die beiden Sprachen ähneln sich, und nein, sie sind nicht miteinander kompatibel. Alles, was in der einen Sprache kreiert wird, müsste für die andere Sprache umgeschrieben werden. Da stellen sich natürlich zwei Fragen. Erstens, warum werden Jahre nachdem das Spiel erscheinen sollte, die Grafik-Engine und die Programmiersprache umgestellt? Zweitens, wenn doch alles miteinander kompatibel ist, warum werden dann Standard-Assets aus dem Unity-Store benutzt? Wenn wir Jeremy Walsh Glauben schenken, bestehen doch bereits eine Menge selbst erstellter Assets, die in diesem Fall ohne Probleme in Kingdoms of Illyria verwendet werden könnten. Ach ja, es gibt kein fast fertiges Spiel in der Unreal Engine. Was ihr hier seht, ist ein Versuch, die eigene Position vor Gericht zu stärken, indem Walsh behauptet, dass Kingdoms of Illyria schon immer ein essentieller Teil des Grundspiels war, kann er seinen Kritikern ein echtes Spiel unter die Nase halten und behaupten, dass er seinen Verpflichtungen nachkomme. Das war der Zeitpunkt, an dem Chronicles of Illyria unserer Meinung nach die Schwelle von grobem Missmanagement und Unwissen zu einem echten Scam überschritt. Doch es sollte noch sehr viel schlimmer kommen. Im Juni 2021 arbeiteten neben Jeremy Walsh 4 weitere Personen an Kingdoms of Illyria, davon 2 Software-Ingenieure. Neuigkeiten zu Chronicles of Illyria nahmen aber immer weiter ab. Fast alle der im März 2020 abgeschalteten Kommunikationsmöglichkeiten waren mehr als ein Jahr später immer noch deaktiviert. Nur auf dem schwer überwachten Discord gab es ab sofort wieder Kontakt zur Community, weil die Kommentarsektion auf YouTube zu moderieren eine zu große Aufgabe sei. Trotz der Tatsache, dass Walsh offensichtlich ein Social-Media-Team bezahlte, das ihm dabei helfen sollte, ihn von seiner besten Seite zu zeigen. Am 7. Juli 2021 landete die Alpha von Kingdoms of Illyria in den Händen der Spieler. Unterstützer erhielten in abnehmender Reihenfolge ihres Einflusses Zugriff auf den Client. Übersetzt bedeutet das, dass Spieler, die im Discord unauffällig waren und keine Kritik äußerten, auch früher spielen durften. Das mitgelieferte Dokument samt der Endnutzervereinbarung war jedoch so absurd formuliert, dass die Spieler Walsh öffentlich zur Rede stellten. Unter anderem enthielt das Dokument ein erzwungenes Schiedsverfahren, bei dem der Spieler alle Kritik, die zu einem Verfahren führen könnte, als vor Gericht haltlos akzeptierte und somit auch das erste rechtskräftige Urteil anerkennt. Weitere Stilblüten der Euler verboten den Spielern außerdem die Aufstellung von Sammelklagen und die Veröffentlichung von Screenshots oder Videos unter der Androhung, aus allen folgenden Early Access Aktionen sofort und unwiederbringlich ausgeschlossen zu werden. Außerdem wollen wir euch auch die folgende komödiantische Meisterleistung nicht vorenthalten. Wir zitieren:
Obwohl das Studio beabsichtigt, eine kommerzielle Version des Spiels einzuführen, erkennen sie an, dass das Studio nicht verpflichtet ist, das Spiel oder ein ähnliches Produkt zu veröffentlichen. Solltet ihr dann nach der Lektüre dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung euer Geld zurückverlangen, rasselt ihr sofort in den nächsten Passus. Aus all den oben genannten Gründen werden keine Rückerstattungen gewährt, außer in extremen, lebensverändernden Situationen. Dies kann das Ergebnis von Arbeitsplatzverlusten, Todesfällen, Geburten, Naturkatastrophen, medizinischen Notfällen und so weiter sein. In diesen Fällen arbeiten wir von Fall zu Fall mit Geldgebern zusammen. Nicht nur, dass erst ein Vulkan ausbrechen muss, damit ihr euer Geld zurückbekommt. Dazu kommt, dass diese Zeilen mitten in einer Pandemie in der Euler landen. Sobald ihr das Dokument akzeptiert, verzichtet ihr auf eine Rückerstattung, auf ein Spiel, auf ein Verfahren und auf eine Sammelklage. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, nichts in dieser Vereinbarung hindert das Studio daran, eine Klage auf Billigkeits- oder Unterlassungsanspruch bei einem zuständigen Gericht einzureichen, um sie zu zwingen, ihren Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nachzukommen. Ist diese Art der Euler aber in Amerika wirklich so selten? Immerhin haben Blizzard und Square Enix ähnliche Passagen in ihrer Endnutzervereinbarung. Nun, ja und nein. Ja, in diesem Sinne, dass viele große Konzerne in ihren Euler den Nutzer gerne dazu bringen, so viele Rechte wie möglich abzutreten und große Worte zu benutzen. Sätze dieser Art liest man in der englischen Lizenzvereinbarung jedes zweiten Online-Rollenspiels. Das wird vor allem aus Abschreckungsgründen getan. Der Nutzer wird im Falle einer Rechtsstreitigkeit darauf hingewiesen, dass er eine Lizenzvereinbarung akzeptiert hat und er demnach keine Chance vor Gericht hat. Nein, wiederum in dem Sinne, dass die Situation völlig anders aussieht, wenn der Fall wirklich vor Gericht steht. Denn hier werden solche Abschnitte oft schlicht und ergreifend als undurchsetzbar abgeschmettert. Des Weiteren ließ Walshs Dokument einen wichtigen Abschnitt vermissen, der die Erzwingung von Schiedsverfahren explizit einschränkt, wenn das Gericht diesem nicht zustimmt. Was vor allem während eines laufenden Rechtsstreites einen schalen Geschmack hinterlässt. Und nein, selbst Blizzard gibt in seinen Euler nicht an, dass sie nur bei Todesfällen und Reaktorkatastrophen eine Rückerstattung in Betracht ziehen. Deutsche Eulers sehen übrigens völlig anders aus, weil hierzulande mehr auf eine korrekte Formulierung geachtet wird. Nach der Kritik gab Walsh am 14. Juni 2021 an, dass nichts in dem Dokument so genutzt werden kann, wie manche Leute es anpreisen. Änderte auf Druck der Community hin aber trotzdem die Formulierung. Gerade als sich die Situation etwas beruhigte, kündigte Soulbound Studios in einer Pressemitteilung groß an, dass alle Unterstützerpakete, Grundstücke, Gegenstände und Haustiere, die von Käufern erworben wurden, nach dem Launch von Kingdoms of Illyria in ein NFT-Format umgewandelt werden können. Das werde unternommen, damit Spieler, die ihre Titel nicht mehr haben möchten, sie an andere Spieler verkaufen können. Das Subreddit zu Illyria explodierte regelrecht. Gewalt sowie Morddrohungen wurden ausgestoßen und Jeremy Walsh, der selbst einen Moderatorposten begleitete, schloss das Sub daraufhin komplett. Wenig später wurde das Subreddit wieder unter der Schirmherrschaft neuer Mods eröffnet, die ihrerseits augenblicklich alle Soulbound-Mitarbeiter aus Moderatorpositionen entfernten. Erst im Oktober 2021 meldete sich Jeremy Walsh wieder zu Wort und gab an, dass die ersten beiden Punkte der Roadmap von Kingdoms of Illyria erreicht wurden, obwohl das Spiel zu diesem Zeitpunkt laut Planung bereits den 10. Punkt erreichen sollte. Damit liegt Kingdoms of Illyria zu diesem Zeitpunkt bereits 7 Monate hinter dem Zeitplan. Am 1. Januar 2022 meldete sich Walsh überraschend mit einem riesigen Blogpost zurück, der erneut Bewegung in die Geschichte brachte. In seinem Blog fasste er erneut den Plan zusammen, Chronicles of Illyria in 3 Segmente zu unterteilen. Der angegebene Grund ist dabei die enorme Größe des Spiels. Der eigentliche Knackpunkt ist jedoch die von Walsh selbst aufgestellte Entwicklungszeitlinie, die sehr abenteuerlich aussieht. Haltet euch fest. Chronicles of Illyria Awakenings stellt demnach den ersten Teil der Entwicklungsroadmap dar. In dem Prequel spielt ihr euren Helden in einem eigens entwickelten Einzelspieler-Abenteuer und entdeckt Illyria, wie es 20 Jahre vor dem eigentlichen Spielstart aussah. Laut Walsh wurden die Jahre 2016 und 2017 auf die Entwicklung von Awakenings verwendet. Der zweite große Abschnitt nennt sich gemäß seiner Aussage Illyria Mud, Vox Illyria oder Pre-Illyria und konzentriert sich auf die Mehrspielermechaniken. Illyria Mud spielt noch einmal 50 Jahre vor Awakenings und wurde in den Jahren 2017 bis 2019 entwickelt, parallel mit einem Weltgenerierungstool, das benutzt wird, um die 4 großen Welten zu erstellen. Das seit 2019 in der Entwicklung befindliche Kingdoms of Illyria stellt demnach den 4X-Strategieaspekt von Chronicles of Illyria dar und befindet sich derzeit immer noch in der Entwicklung. Ist euch was aufgefallen? Richtig,
Im Blogpost hört es sich dramatisch danach an, dass Soulbound Studios fast ein komplettes Spiel in den Händen hält und nur noch schnell Kingdoms of Illyria fertigstellen muss. Laut des Posts wurde die Zeit von 2020 bis 2021 auf Kingdoms of Illyria verwendet, weil die aktiven Community-Mitglieder es am interessantesten fanden und um den Übergang von einem Crowdfunding-Unternehmen zu einem echten Einzelhandelsunternehmen sicherzustellen. Wir übersetzen hier mal: Die aktiven Community-Mitglieder wünschten sich ein in Unity programmiertes Strategiespiel anstelle der versprochenen Alpha des bereits bezahlten MMORPGs, das obendrein offensichtlich bereits kurz vor der Fertigstellung steht. Walsh erklärt weiterhin, dass die langen Perioden der Funkstille deshalb erfolgten, weil Soulbound Studios so hart gearbeitet habe und der Entwicklungszyklus allumfassend war. So konnte man nicht auf Social Media reagieren. Auch hier müssen wir wieder erinnern, die Kommunikation war vor allem deshalb so schlecht, weil fast alle Kommunikationskanäle schlicht und ergreifend abgeschaltet wurden. Kingdoms of Illyria selbst kämpft derzeit immer noch mit massiven Problemen, die das Spiel durch ein fehlerhaftes Entity-Component-System und eine kaputte KI sogar von November bis Dezember 2021 völlig unspielbar machten. Das derzeit erhältliche Spiel erschöpft sich in ein paar Häusern, zwischen denen Bürger auf- und abwandern. Die sollten zwar Survival-Mechaniken wie Hunger und Durst aufweisen, die Anzeigen verändern sich aber, ohne dass der Spieler Einfluss nehmen kann. Die NPCs können nämlich nach fast 2 Jahren immer noch nicht jagen, essen oder trinken. Die Tier-KI ist extrem rudimentär und führt regelmäßig dazu, dass Bären und Hirsche zitternd erstarren. Selbst der Nebel des Krieges funktioniert nach fast 2 Jahren nicht richtig. Laut des Blogposts sollen immerhin im Sommer 2022 alle Grundfeatures in Kingdoms of Illyria enthalten sein. Zur Erinnerung: In einem früheren Blog versprach man, dass Mitte 2022 Kingdoms of Illyria Online auf dem Markt erscheinen solle, ein Grand Strategy 4X MMO mit 5000 anderen Spielern pro Server. Am überraschendsten war jedoch die letzte Ankündigung. Das MMORPG Chronicles of Illyria soll Ende 2024 erscheinen. Selbst nach allem, was geschehen ist, nach jedem Desaster und jedem Fehlschlag, kündigte Soulbound Studios allen Ernstes ein weiteres Veröffentlichungsdatum an. Da sind wir sprachlos. Ist Chronicles of Illyria also ein Scam? Ähnlich wie in dem Video zu Earth 2 können wir in diesem Fall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, dass kein Kickstarter-Backer jemals einen Fuß in diese digitale Welt setzen wird. Diese Möglichkeit starb mit der Ankündigung der Schließung des Studios im März 2020. Der Unterschied zu anderen Scam-MMOs liegt jedoch in den Kompetenzen und dem Ehrgeiz Jeremy Walshs. Zu Beginn war Chronicles of Illyria sehr wahrscheinlich der aufrechte Versuch eines D&D-Fans, sein Hobby in ein MMORPG zu verwandeln. Trotz seiner Erfahrung in Sachen Games-Programmierung war Walsh jedoch mit dem Konzept des Feature-Creeps und dem tatsächlichen Aufwand eines MMORPGs völlig überfordert. Hätte Walsh früher die Verantwortung für sein Missmanagement übernommen und schlicht und ergreifend zugegeben, dass er einen Fehler begangen hat, wäre das Ergebnis vermutlich halb so schlimm gewesen. Durch seine beständige Weigerung, sein Versagen einzugestehen, rutschte das Projekt jedoch immer weiter in Richtung eines echten Scams, bis mit Kingdoms of Illyria eine Rauchbombe gezündet wurde, die lediglich seine Position vor Gericht stärken sollte. Alles nach diesem Zeitpunkt diente mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr Jeremys Vision, sondern der Abwehr eines Urteils. Auch wenn Walsh sich diese Tatsache vermutlich nicht selbst eingestehen wird. Auf die Frage, ist Chronicles of Illyria ein Scam, kann man also inzwischen mit einem klaren Ja antworten. Das Spiel war vermutlich nie spielbar, es wird nie erscheinen und seine Überreste tanzen nur noch an Walshs Fäden, um Schlimmeres abzuwenden. Umso bitterer, dass mit dem Jahr 2024 ein Release-Datum angekündigt wurde, denn tief in seinem Inneren scheint Walsh die Vision eines MMORPGs mit Tod, Alter, Leben und Konsequenzen noch immer aufrecht zu erhalten. Wenn ihr euch fragt, was aus der Klage geworden ist: Nachdem die Sammelklage in Kalifornien eingereicht wurde, reichte der Staat sie am 23. September 2021 nach Washington weiter, wo sie derzeit bearbeitet wird. Wir verbleiben wie immer mit einer Warnung: Lasst euch von fragwürdigen Projekten nicht bei euren Emotionen packen. Recherchiert und seid misstrauisch, vor allem wenn es sich um euer Traum-MMO handelt. Prüft den Hintergrund der Entwickler, prüft die Finanzierung und selbst wenn hier alles stimmen sollte, wartet ihr am besten auf echtes Gameplay, bevor ihr auch nur einen Cent investiert.